Hallo zusammen und willkommen zurück hier zu Fit mit Anthony. Ja, der Strich, der dort sitzt, das ist tatsächlich der Toni, auch wenn ihr es jetzt vielleicht gerne nicht glauben könnt. Auch hier ist natürlich Toni seine Personal Trainerin Maria und auch der Top von Fitness Coach Zara, der Toni so in gesundheitlichen Sachen hilft. Ja, Toni, du hast vorhin schon gelernt und du hast ja noch mal jemanden, der dir diese Aufgabe stellt. Und zwar die Anja Zeidler. Kannst du ein bisschen erzählen, was sind ihr so für eine Beziehung zueinander mittlerweile? Also sie tun meistens über, sie tun meistens über Webcam eigentlich eine Aufgabe stellen. Aber ich kenne sie ja schon natürlich persönlich auch. Wir haben sie auch schon früher mal bei Joyce, wo sie eine andere Geschichte gemacht hat, wo wir eine Winterolympiade hatten. Aber, hast du sie noch gerne? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Von Mal zu Mal weniger, aber nein, man kann sie nicht gerne haben. Egal, doch, was für Challenges sie dir gibt, okay. Vor der Challenge habe ich sie gerne, nach der Challenge meistens nicht mehr. Und dann flacht es wieder ein bisschen ab und dann geht es wieder rüber, gerade bis die nächste kommt. Genau. Gut, dann schauen wir uns jetzt gerade an, wie du dir die bei der von der letzten Woche geschlagen hast, Toni. Das ist deine Position. So, und das darfst du heben und heben und heben. 5 Minuten das mal. So wenig Pause wie möglich. Wenn du Pause brauchst, 10 Sekunden und wieder rauf. Viel Spass! Anja, ich akzeptiere deine Challenge. 5 Minuten. Startet jetzt. Halbzeit. Ach. 2 Minuten 40 und nur 10 Sekunden Pause. Und weiter geht's. Noch 1 Minute. Drei, 2, 1. Anja, wenn ich jetzt genug Kraft hätte, dann würde ich auf Facebook löschen. Ja, in dem Moment ist sie nicht mehr so gerne. Ja, das hat mir jetzt nicht deutlich. Ich muss mich korrigieren, ich kann sie nicht gerne. Stimmt, du hast mich gerade daran erinnert. Aber bis jetzt ist es schon wieder gut. Dann kommt die neue Challenge, dann ist es wieder schlecht wahrscheinlich.